Nicht nur die landschaftliche Schönheit, auch die ursprüngliche Einöde der Waldbauernhöfe macht den Lahmer Winkel unvergleichlich. Willkommen bei Unkraut. Tief in diesen Wäldern liegt der Einödhof Waldeck, perfekt eingepasst in die wildromantische Landschaft. Und sie ist nicht leicht zu finden, diese Schatztruhe der Natur. So eine Einsamkeit, die wünschen sich viele. Fernab von der Hektik kann hier der Wanderer die Schönheit des Lahmer Winkels, dieser Ökoregion, direkt erleben und dabei erfahren, wie es ist, sich selbst zu versorgen. In den Einödhöfen spielte früher das Wissen über die Regeln der Natur eine große Rolle. Und wie man sich hier im Lahmer Winkel im Einklang mit der Natur ernährt, das erzählt uns heute Clara Frisch. Hallo und grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt habt ihr es hier wunderschön in eurem Hofgarten. Die Hühner, die laufen frei rum. Habt ihr da nicht mal Angst, dass die sich davon machen und ihre Freiheit genießen? Nein, wohin sollten die? Hier ist doch viel schöner. Die bleiben schon. Und die sind vor allen Dingen auch sehr nützlich, wie wir hier sehen. Wir haben ganz tolle dottergelbe Eier, die zwar grüne Schalen haben im Gegensatz zu anderen. Das ist eine Züchtung. Die Hühner legen cholesterinfreie Eier. Ah ja. Das Cholesterin ist anscheinend nicht da, weil das, also Cholesterin ist ja Fett und das schlägt sich jetzt ganz luftig auf das Ei. Dann sind die ja auch noch ausgesprochen gesund. Sehr gesund. Jetzt sitzen wir hier in eurem tollen Garten hier und ich sehe aber da drüben einen Baum, der kommt mit dem Grünaustreiben nicht so ganz nach. Woran liegt denn das? Den hat es letzte Woche erfroren. Wir hoffen, dass er heuer noch mal durchkommt. Und die nebendran? Die zwei alten Kirschbäume, die hat es wahrscheinlich auch erwischt. Aber ich denke, ein paar Blüten sind übrig geblieben, die noch Früchte tragen. Na, da hoffen wir, dass die bald kommen. Aber die Früchte, ja, die werden ja sicher verwertet. Aber hebt ihr da auch was auf für die spätere kalte Jahreszeit? Ja, sicher. Die werden für den Winter als Vorrat angelegt, als eingeweckt oder tiefgefroren, die Heidelbeeren tiefgefroren, die Äpfel eingeweckt und die Kirschen auch. Da seid ihr ja ganz auf euch gestellt. Ne? Was habt ihr dann sonst noch für Lebensmittel in der Herstellung hier? Wir backen das Brot selber. Das Mehl müssen wir dazu kaufen, weil es auf unserer Höhenlage nicht gedeiht, das Korn. Aber ansonsten das Übliche. Was man halt verwerten kann, das verwerten wir und machen es ein als Vorrat. Da muss man sehr weitsichtig Vorratshaltung betreiben. Hm? Ja, weitsichtig, das hält sich ja über ein Jahr. Und die nächste Stadt oder der nächste Ort, der ist ja auch ziemlich weit weg. Jetzt, wenn ihr was dazu kaufen müsst, wie das Getreide, ihr habt ja auch Pferde auf der Koppel, wird dann schon mal eingespannt. Eigentlich nicht, das machen wir nur zu unserem Vergnügen. Aber jetzt, um Mehl zu holen, wären die wahrscheinlich nicht geeignet. Das sind dann Freizeitpferde? Das sind Freizeitpferde, die nur zum Reiten, unsere Kinder, mein Mann und die Feriengäste reiten. Also ein gewisses Stück Luxus im Urlaub. Hm? Genau. Und genauso viel Gefühl für die Sache brauchen Sie, wenn Sie in einem alten Holzbackofen auf traditionelle Art Brot backen wollen. Dieses Händchen fürs Brotbacken, das hat hier in der Einöde Waldeck Anna Frisch. Grüß dich. Servus, grüß dich. Jetzt habt ihr einen alten Backofen noch, ohne modernen Thermostat. Woher wisst ihr denn eigentlich, dass die richtige Temperatur erreicht ist? Das ist eine reine Gefühlssache und Erfahrung natürlich. Mit dem zuerst ein bisschen Mehl einwerfen. Wenn das Mehl relativ schnell schwarz wird, ist es heiß. Ist uns auch schon oft passiert. Dann gehört die ganze Ladung zu den Pferden als Futter. Na, heute hoffentlich nicht. Ich hoffe, ja. Jetzt hat uns die Mama vorhin schon erzählt, das Getreide kauft dazu. Aber zum Brotbacken braucht er auch noch andere Zutaten. Welche denn und wo habt ihr die her? Also wir selber machen Sauerteigbrot. Der Sauerteig, das ist von der letzte Woche, wird das weggegeben. Wird Nacht vorher mit Wasser und Roggenmehl nur mal angemacht. Das ist dann die erste Gärung und wird dann in der Früh erst mit dem restlichen Mehl vermischt. Das ist eine aufwendige Sache. Aber ist es nicht ein herrliches Gefühl, jetzt so über die Früchte der Natur mit der Landschaft verbunden zu sein? Ja, aber das ist ein Haufen Arbeit und eine schwere Arbeit. Das darf man auch nicht vergessen. Also man braucht schon viel Kraft. Den Teig zu kneten war ja früher mit der Hand und wir haben ja Gott sei Dank eine Maschine. Da hat man das richtig schön auslassen können, aber es ist schon anstrengend. Ja, und in den Ofen muss ja auch was reingeschürt werden. Natürlich, ein halber der Sterholz, der muss erst einmal eingeschicht werden. Aber den holst du nicht selber? Nein, Gott sei Dank bin ich da meine Mana. Wie viele Laiber Brote backt ihr denn so in der Woche? Wir tun so 30 bis 40 Leute pro. 30 bis 40 ist aber viel hier für den Hof. Ja, wir brauchen ungefähr 10 Leute selber für uns und für Gastwirtschaft. Und den Rest verkaufen wir an die Leute vom Ort. Und mit was schmecken die jetzt am besten? Also ich selber mag es am Allen mit ganz viel Butter und ein wenig Schnittchen drauf. Also da freuen wir uns heute schon drauf. Das dauert aber noch ein bisschen. Und die Gäste, die hier vorbeikommen, dürfen die mitmachen?
Sie dürfen schon, aber die Mähren ist jetzt frei. Das geht in der Früh schon los und da können sie nicht aufstehen. Die bringen den Hintern nicht so schnell hoch. Also, wir freuen uns jetzt heute auf frisch gebackenes Sauerteigbrot aus dem Holzofen. Danke dir, Anna. Bitte, gern geschenkt. Nun, das Leben in der Einsamkeit eines Einödhofes, das muss ja keineswegs sehr entbehrungsreich sein. Das kann richtig üppig und schmackhaft werden. Und dafür steht in Waldeck im Lahmer Winkel Clara Frisch. Auf welche Überraschung darf sich denn heute Unkraut freuen? Auf einen Beerenschmarrn. Dabei darfst du mir heute helfen. Ja, gerne, wenn ich das kann. Ein Beerenschmarrn, was ist denn das? Das ist ein lockerer Eischneeteig mit Beeren draufgestreut und in Ruhe ausgebacken. Und da kommen verschiedene Sachen zusammen? Ja, da kommen ein Eigelb mit Quark geschlagen, das darfst du machen. Das ist jetzt meine Aufgabe. Hier diesen Quirl, ja, und immer hin und her drehen. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ja, passt. Ja. Und was hast du jetzt in der Hand? Ich komme mit dem Eischnee dazu. Den du dann locker und jetzt nicht mehr quirlen. Jetzt so heben. Locker unterheben darfst. Diese Zutaten, die habt ihr hier alle auf dem Hof? Das haben wir alles auf dem Hof. Ja, und wenn dann mal der Winter kommt? Dann haben wir vielleicht keine Eier, aber dafür Wild oder Schwein oder Rind. Ja, das ist dann Festtagsessen. Das hier, das sieht ja jetzt mehr nach Mehlspeise aus. Das ist Mehlspeise. Und die Beeren, die gibt's aber doch jetzt auch nicht und im Winter erst recht nicht. Die frieren wir uns ein. Die sammeln wir im Sommer und dann frieren wir sie ein. Ja, dann hat man sie das ganze Jahr über zur Verfügung. So, das ist jetzt gut vermischt. Mhm. Und wo tun wir das jetzt hin? In eine mit Butter ausgebutterte Reine. Das darfst du mal machen. Und du darfst die Beeren draufschütten. Ich nehme schon mal die Beeren hier. Das Ganze ist schön verteilt. Also die Beeren, die duften ja köstlich. Fallen die jetzt nicht unten rein? Nein, das passt schon so. Ich tue die mal ganz vorsichtig hier drauf. Und wie geht's dann weiter? Dann schaut das fertige Produkt so aus, wenn das im Rohr gebraten ist. Das war wie lange im Rohr? 25 Minuten. Und das Ganze ist jetzt ein richtig duftender Beerenschmarrn. Wie sagt ihr dazu? Holberbacker. Also wir wissen, was drin ist. Nur natürliche Zutaten. Und wenn es dem Gast dann so richtig mundet, dann darf die Wirtin zu Recht stolz sein, gell? Danke, Clara. Nun, wenn Sie mal mit dem Gedanken spielen, Ihren Urlaub auf einem Einödhof zu verbringen, Sie dürfen sicher sein, Sie bekommen wunderbares, schmackhaftes Essen. Sie haben aber auch alle Hände voll zu tun. Es gibt sie also noch, die einsamen, abgelegenen Oasen mitten in Bayern. Ursprüngliches Leben mit Selbstversorgung. Und die hat ja jetzt wieder Konjunktur, nicht wegen der steigenden Lebensmittelpreise, sondern weil die Leute wissen wollen, was kommt rein in die Nahrung und wie wird sie hergestellt. Nachhaltig eben und mit Rücksicht auf die Natur und unsere Gesundheit. Leben in der Natur, das heißt in den Zeiten des Klimawandels für unsere Bauern auch klarkommen mit so manchen Wetterkapriolen. Und damit diese Vorhersage stimmt, dafür nehmen manche Leute ein wirklich einsames Leben auf sich, dem Himmel ziemlich nahe. Unkraut sagt nun Servus aus dem Einödhof Waldeck im Lahmer Winkel im Bayerischen Wald.